Okay. Nachdem mich jetzt der Bär verdroschen hat, muss ich wieder Sachen suchen. Bist du wieder tot jetzt, oder was? Na, gar nicht. Der hat mich einmal gehittet, dann bin ich quasi umgefallen. Dann ist er abgehauen, weil er war ja quasi tot, was der. Also einfach totstellen. Okay. Shots fired! Shots fired! Tot. Und wen hast du geschossen? Was hast du geschossen? Mac hat mich abgeschossen. Okay. Dann sag mir, Mich wo du. aber wiederbeleben. Ja, sag einmal, wo du spawnst, dann komm ich zu dir. Alter, ich bin auf B4. B4. Oh. Okay. Ja, weg, gell? Ja, passt, macht ja nichts. Ich komme in die Richtung. Schaut um die AK, schaut ums Messer, der Rest ist mir wurscht. Vorne ist jedenfalls wieder Dings der Siedlung, da wären wir gerne hin. Ja, meiner jammert schon wieder, er ist hungrig. Der soll aufhören zum hungrig sein. Männer müssen so viele, Männer haben doch so viele Ballaststoffe her. Normale Siedlung da vorne her. Motherfucker da her. Ja, normale Siedlung. Das sind Bären. Pass auf, das wäre mir noch die verdrischt. Ich rede von Bären so wie am Busch. So. Wow, ich habe sogar einen schwarzen Pfeffer gefunden. Und wo sie ich? Wurscht. Was? Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt eigentlich alles, was man so eigentlich zum Kochen braucht. Weißt du? Ich habe sogar 20 Flaschen Essig dabei, einen Na, schwarzen. so viel Essig brauchst du aber eh, gell? Ja, es ist ja wurscht, es nimmt ja trotzdem gleich viel Platz weg. Dann. Nur weiß nicht, was ich damit machen kann, aber ich nehme es einmal alles mit. Vielleicht war es ja der Chefkoch Thompson nach einem Rat. Nägel? Okay, ich habe mit Rot mitgenommen und dann Haufen Dings und dann unter Brecheisen und so Späße. Alter, Rot haben wir noch jetzt auch. Und was kostet der? Ich schätze mal, die Zangen einfach leiten über den Schädel ziehen. Scheiß drauf, ich nehme das Küchenmesser. Antibiotika, ich glaube, die ist ja nicht so schlecht, gell? Sie haben nicht verkehrt, ja? So, Noch was? ein Sporten. Muss ich irgendwas anfangen zum Wegwerfen? Was werfe ich weg? Das ist sie einfach. Was für Brunnen? Naja, den werde ich jetzt abrauchen. Eine Hüfttasche! Pickup! Hätte ich ganz gerne, Ich nehme eine ja. zweite. Ich nehme eine zweite mit. Oh, geil!
Geilo. Ah, geil, da kann ich gleich im ersten Stock reingehen. Kann ich von oben nach unten looten, das finde ich cool. Mal 9 mm Patronen und ich hab Platz. Okay. Da vorne steht schon wieder Bär, Alter. Was soll der Mist? Mal jetzt schon wieder mit einem Bär kämpfen. Ich bin schon wieder hungrig. Da wird wohl irgendwas in der Siedlung sein. Milch! Und der I am hungry haben wir gerade ein Ding reingezogen, Alter. Was hat denn Du der musst immer? warten, bis es verdaut wird. Du wolltest eine Säge haben, ich nehme eine Säge mit. Die brauchst du zum Craften, ja. Okay. Oh, Pfirsich. Was hast du gesagt? Stoffwechsel. Friss den Pfirsich, friss den Pfirsich, friss den Pfirsich, friss, friss. Nägel. Okay, jetzt kann ich nichts mehr tragen. Jetzt muss ich mir leider auf den Weg machen. Bolzen. Kann ich nicht tragen. Metallschrott. Was ist das? Aha, okay, ich hätte eine Linse, die ich auch nicht tragen kann. Oh, Bauchtaschen. Die kannst Okay. du wegschmeißen, also dem, was du hast. Ja, ich werde wohl der Thompson was brauchen. Das habe ich aber, ja. Also haben wir es Aber einfach so, weg. wie er tut und so wie er sich, so wie er meint, dass er sich auskennt, braucht er gar nichts. Wie nicht das schon was sehen. Alter, da ist Sand! Wahnsinn, was da. Was? Was hab ich? Autobatteriekabel. Kann ich nichts damit anfangen. Ja, du, früher habe ich eine Autobatterie gefunden, kannst du hier irgendwo anschließen. Ja, du kannst ja nachher was zusammenbauen, aber. Es bringt mir jetzt alles Sollen zu wir für den nichts. Thompson eine Crocs mitnehmen? Rucksack! Für mich braucht es momentan gar nichts mit, meine ich war noch. Es ladet da ein bisschen langsam bei mir gerade. Ja, es ist Okay, wir erwischt. haben zwei Rucksäcke. Ich kann einen Schulranzen oder einen Rucksack mitnehmen. Nimm den größeren auf alle Fälle. Stahldraht. Na, Alter, so viel geiles Zeug und ich bin voll, voll, voll. Oh, Werkzeugkoffer. Mal rein schauen. Nein, den brauchst du einfach, das allgemeine Werkzeugkoffer, den brauchst du einfach. So, ich habe jetzt den großen Rucksack, das kann ich dann nochmal zurückgehen und das Zeug holen. Ja. Ja, das ist ein Problem, den ich jetzt mit Zahnarbeit erwischt. Gummi. Okay, wo bist du? Bist du noch immer da unten? Ich bin noch immer bei B4. Relativ unten, unten rechts bei einer Siedlung. Okay, also ich bin. Südlich vom mittigen gelben Zickzack. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin auf C2. Ah, cool, ja.
Mach mir jetzt halt auf den Weg bei dir. Wie viel Platz braucht denn der, oder? Bleiplatten. Kann ich irgendwas craften? Geht das? Wissige, was ich craften kann? Gar nichts kann ich craften, da fällt mir überall noch was. Lumpenbündel. Das kann ich mir bauen. Sonst nix. Ja, super. Ja, egal. Mistgabel gefunden. Ja, die ist gut, die trage ich auch rum. So, da ist ein riesiger See. Ja, ich weiß, dass du hungrig bist. Da gibt's noch nichts zu fressen, du Blärmpel. Lauf, Baby, lauf! I am hungry, Alter, es geht's meinem Sock. Kurz noch dazu gefunden, die ich kann. Für was brauchst du dann eigentlich die Energie, wenn du eh so schwer auffüllen kannst? Ja, den Körper brauchst du, denke ich mal, auch zum Herstellen von. Aber ich glaube, wenn du voll bist mit dem Leben, mit der Energie, dass sich langsam dein Leben auffüllt. So. Okay. Ah, Zucchini, juhu! Kaliber 22. Habe ich sogar noch da, gell? Hä? Ab vorne habe ich gerade mitgenommen, gell? Okay. Ich habe halt auf alle Fälle ein Ding mit. Also alles andere, das müssen wir dann irgendwie aufteilen. Ah, Zombies, schön, ja. Fein. Joggen. Aber ich verstehe trotzdem nicht, für was du noch die Energie brauchst. Zum Craften, aber du brauchst ja nichts. Na, dein Körper braucht Energie, nicht irgendwas zum Craften. Achso. Ja, aber du weißt, wie schnell das runtergeht. Du müsstest ja den ganzen Tag Zucker fressen. Dann Körper in Real Life braucht auch Zucker, oder nicht? Ja, aber Alter, ich bin auf die Welt gekommen und das war noch 2 Minuten war das auf Null. Die wird die ganze Zeit Schokoriegel und alles mögliche gefressen und Cola gesoffen und da ist nichts passiert. Alles zuckerfrei. Was ist das? Das ist mein. Muss ich pissen gehen. Okay. Pissen wir mal eine Runde. Pissen, pissen, pissen. Ja, da hat er da mal einen festen Druck drauf. Was ist das? Blitzekacke oder was? Kacke bin ich auf gar nicht gekommen. Na, so lange haben wir noch gar nicht gelebt, so viel haben wir noch gar nicht gefressen. Aber dafür haben wir schon viermal gespieben.
Das ist gut, ja. Einmal habe ich gespielt bis jetzt. Nein, ich bin reingegangen in so ein Gewächshaus, da habe ich viermal Kohl gefunden. Dann habe ich gefressen, dann waren daneben nochmal viermal Kohl. Dann habe ich gegessen, dann habe ich Vollgas gespielt. Weil weitergegessen habe ich wieder. Da war schon nach einem Kohl, oder was macht sie bitte? Ja, was willst du machen? Du musst ja was essen. Und der hat die ganze Zeit geschrien, er ist ja hungrig. Dann hat er überfressen. Was bringt dir das, wenn du hungrig bist, was frisst du nicht wieder auskotzt? Ja, weil er gesagt hat, er ist hungrig, was soll ich machen? Ich hab gegessen und er sagt, ich bin hungrig. Mein Charakter ist hungrig, deswegen kriegt er so viel zum Fressen, bis er alles wieder rauskotzt und wieder hungrig ist. Ja, aber verstehst du die Logik? Du sagst, dann gibst du ihm nichts zum Essen, weil ist er vorbei. Aber der schreit zu mir, er ist hungrig. Dann muss ich ja was essen. Dann habe ich ihm was zum Essen gegeben. Dann speibt er. Ja, was gescheit, so kein Kohl, Alter. Also meiner hat jetzt dann erst einmal gekriegt eine Oliven, eine Zucchini. Ja. Okay, da ist der Staudamm. Wenigstens balanciertes Essen. Nicht nur Kohl, Alter. Ja, du lachst. Du einmal irgendwas finden und nachher mitreden. Du mal arbeiten. Ja. Ja, da ist halt was anderes, Alter. Kannst du nicht da Slash und eingeben, esse das und das und das. So ja, der Thompson war schon, wo es die Happy Meals dann gibt. Ja, genau, ja. Ich geh dann zu McDrive, oder immer Big Mac. Ich sehe schon, was der Thompson machen wird. Der Thompson wird irgendwo sein Chicken und Pommes-Dealer haben. Ich wollte gerade an links einen langen Holzstock mitnehmen, weil ich einen Busch zerteilt habe. Ja. Dann kriege ich mit dem Rucksack einen, ist zu groß. I am hungry, halt auf die Schnauzen. Ein Meter Draht, ich kann das aber nicht mehr tragen. Das ist alles scheiße. So, machen wir so. Bin ich gleich gespannt dann, was ich zum Looten habe alles. Und machst das unterwegs? Ich baue mir jetzt an erst einmal ein Steinmesser. Habt ihr vielleicht beim Zombie kein Fleisch rausgekriegt, oder was? Doch. Aber du, also das Zombie darf ich kein kochen. Ja. Ist ja, Alter, ist ja verseuchtes Fleisch, oder nicht? Ich habe nur gesehen, dass wenn du einen anderen Spieler aufschneidest, liegen überall Fleischstücke rum. Ja, genau, ja. Und bei DayZ hast du, wenn du Menschenfleisch gegessen hast, bist du verrückt geworden und bist dann gestorben. Deshalb hat die da. Nein, man weiß nicht, was du machen musst, wenn du Hunger hast, gell? Ja, Armin abstehen. Ja, aber der Charakter stirbt ja. Das bringt ja nichts. Na, wieso? Bremsflüssigkeit. Ernsthaft? Das kannst du aber behalten. Okay, ich laufe gerade Richtung B3, wo die große Basis links unten ist. Siehst du das? B3, jawohl, sehe ich. Da können wir uns treffen, ich bin bei C2, dann treffen wir uns gleich unten. Hast du auch Motion Blue an, Heimer? Nein. Es gibt Sachen, die sind einfach nicht an. Motion Blue habe ich einfach weggetan. Ja, das habe ich so, ich wollte nur wissen, was ich ausschalten kann, weil das macht mich persönlich so deppert. In jedem Spiel. Ich hasse sowas auch, also so ist nicht. Rundpunkte nehmen wir minus 12, ja, fein. Ich habe schon wieder einen. Aha, ja, gut. Ich habe jetzt doppelt spawnen müssen, weißt du? Das sind gleich mal 50 weg gewesen da. Ja, die meisten sind dann zu dieser Militärbasis gegangen, da war so ein großer Hangar, wo du reingehen kannst. Und da ist ein Roboter, der ist dann immer aggressiv auf dich und ist aber halt außerhalb der Tür. Du kannst dann die ganze Zeit abschießen für jeden Schuss, was den halt abschießt, kriegst halt deinen Ruhm oder was es ist. Da fahren halt die meisten dann ihren Ruhm, dass sie halt sich miteinander porten können, ne, wenn sie dort sind.